Holla! Sonntag, 14. Juni 2015, 15 Uhr, Sportplatz Werner Seelenbinderweg in 36404 Facher. Die Spielgemeinschaft VfB 1919 Facher empfängt den FC Eisenach, und zwar die Oberliga-Reserve, sprich die zweite Mannschaft, geleitet wird das Spiel von Pierre Leitschuh aus Barchfeld, der wird assistiert an den Linien von Christian Beck und Kai Notnik. Hier trifft der Elfte auf den Tabellenführer. Und jener Elfte hat ja so ein bisschen eine kleine Pechsträhne hinter sich. Sind seit 4 Spielen ohne Sieg. Zuletzt gab es 3-mal was auf die Mütze. Und die wollten hier zum Saisonabschluss im letzten Heimspiel der Saison unbedingt ein bisschen Boden gut machen. Und das gestaltete sich schwierig, denn in der 3. Minute haben wir hier Robert Kiesewetter, der bringt eine Flanke nach innen. Und jetzt achtet mal hier auf die Nummer 4. Nämlich hier. Jo, das ist der Sportfreund Tobias Konrad und der lässt seinem Torhüter Sandro Trabert keine Chance. Ist natürlich ein genialer Auftakt für die Eisenacher und kann bei den Fachern selbstverständlich nicht für Sicherheit sorgen. Die versuchten sich trotzdem zu berappeln, suchten den Weg zum gegnerischen Tor. Ja, und hier, der junge Mann, schade. Ich hab nicht rausfinden können, ist der Mann nun Ordner oder Co-Trainer oder beides in Personalunion. Kaum eine Spielsituation, die er nicht kommentiert hat. Ein sehr, sehr lebhafter Zeitgenosse. Hat Spaß gemacht, ihm zuzuhören. Die Eisenacher halt jetzt mit dieser Führung im Rücken und im Vertrauen auf ihre geniale Abwehr, die ja in den letzten 10 Spielen gerade mal ein Gegentor gefangen hat, ließen jetzt halt die Gastgeber kommen. Währenddessen unser Sportfreund hier seine fachlichen Kommentare nun auch dem Schiedsrichter angedeihen lässt. Indessen seine Jungs immer stärker. Und keine schlechte Gelegenheit hier für den Zehner, für Philipp Glock. Ja, da wird einem schon mal warm unter der Haube. Wird einen Einwurf geben. Ihr seht ja selber, war fantastisches Wetter. Jeder nutzt den Sonntag, wie er kann. Ich gehe halt zum Fußball. Nochmal eine Flanke und ein eher ungewollter Ball, der aber auch knapp am Tor vorbeigeht hier. Absender war Patrick Most. Und dann aber dieser haarsträubenden Fehler hier hinten. Ich meine, die Eisenacher stören auch sofort. Hier, den Ball kriegt Tobias Leinhaus und der bedient sofort Daniel Reinhardt. Und bei solchen Dingern lässt er sich natürlich nicht bitten. Wie kann man so ein Fehlerspiel machen? Zeit und Platz. Alles. Ja, Zeit und Platz und alles. Das wird wahrscheinlich noch ein paar Diskussionen auslösen. Den Eisenauern kann es schnurz sein. Nach 33 Minuten, ja, die Katze halb im Sack, würde ich mal sagen. Den Facher kennt man als spielstarke Mannschaft. Und ob da ein 2:0 zur Pause reicht, ist noch lange nicht gesichert. Denn, wie man weiß, ein Tor kann sofort die zweite Luft auslösen. Zweite Mannschaft 0:2 hier die Firma. Und im zweiten Durchgang ließ es der Tabellenführer wirklich gemächlicher angehen. Der 19-Facher bedankt sich bei 200 Zuschauern. Ja, ordentlicher Besuch für ein Kreisoberligaspiel. Kann man auch nicht rumnörgeln. Dann haben wir einen Freistoß hier. Nummer 2 Martin Jäger. Ja. Keine Ahnung, ob Dominik Werner da dran gekommen wäre, aber das war kein schlechtes Geschoss. Dann die Eisenacher mit dem Schlendrian in der Hintermannschaft. Kannst du natürlich nicht machen, auch nicht als Tabellenführer. Dominik Werner. Glänzend reagiert. Ja, und wenn du deine Möglichkeiten als Gastgeber nicht machst, dann kann es passieren, dass ein Robert Kiesewetter durchsteckt. Für Guido Kehr. So ist es. Da steht er. Und jetzt aber nicht mehr. 3:0, so reicht das. Ruft hier Daniel Sippel. Ja, so kann man es auch sehen. Weil die Kuh war jetzt wirklich vom Eis. Ja, sie mühten sich, sie ackerten, sie versuchten alles. Schenkten auch keinen Zweikampf her. Aber schaut euch das mal an hier. Beste Möglichkeiten. So ein Ding muss rein, mein lieber Patrick Elsner. Auch in dieser Klasse. Schaut es euch an, Tobias Leinhaus macht es euch vor. Noch einmal, 90+2. Und das ist der Deckel auf dem Topf.
Warum der Leinhaus in den Zoo soll, keine Ahnung. Ich finde, er ist auf dem Fußballplatz ganz gut aufgehoben und es war auch die letzte Aktion in diesem Spiel. Eisenach verwandelt den ersten Matchball, hat jetzt noch 3 Punkte Vorsprung auf den EFC Rula und 17 Tore plus. Könnte reichen. Für die Gäste, was auch gleichzeitig der Endstand der Partie ist. Ja, dürfen wir erstmal dem FC Eisenach, zweite Mannschaft, zum Aufstieg in die Landesklasse gratulieren. Ich denke mal, so fair sollten wir sein. Tja, da freuen sie sich, die Jungs. Aber für die Gratulation ist es noch ein bisschen zu früh, denn wir haben ja noch ein Heimspiel, und zwar am kommenden Sonntag gegen Kali unter Breitsbach. Und da kannst du wirklich den Deckel richtig drauf, fest drauf schweißen. Denn, ja, 17 Tore. Sagen wir mal so, wenn Rula jetzt 8:0 in Gerstungen gewinnt und wir verlieren gegen Unterbreitsbach 10:0, dann schenken wir es doch noch her. Haben wir nicht vor, werden wir sicherlich auch nicht tun. Ein Punktgewinn reicht, also pilgert zahlreich am kommenden Sonntag um 15 Uhr raus zum Sportplatz am Mühlwerden in Stettfeld und kürt die zweite Mannschaft. Hey Mann, es ist gerade mal 8 Jahre her, dass die erste Mannschaft des FC Warburg-Stadt in die Landesklasse aufgestiegen ist. Und nun folgt die zweite Mannschaft des FC Eisenach. Ach ja, ist doch noch eine persönliche Saison geworden für den Club, so scheint es. Gut, lassen wir uns mal überraschen. Bis demnächst. Bye, bye.